Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Temo-Video. Jetzt endlich ist es soweit. Die One-Piece-Figur packen wir aus und bauen zusammen und gucken sie uns mal genauer an, ob die das Geld wert ist oder nicht. Kostet 6,99. Kostet die. Na, gucken wir mal nach. Hier haben wir dann nochmal so ein. Die Bodenplatte und dann noch mal hier. Ach so, das soll so weich. Ah, noch mal so rosane Gierform. Ach, hier haben wir auch noch blau. Ach so, das soll für Ruffy, glaube ich, sein. Steckt man denn hier rein? So. Ja, der Fuß ist halt ein bisschen billig Plastik, also naja. Und ach so, der kommt in den Popo sozusagen. Okay. Und wo kommt das hin? Kommt es? Das kommt doch hier hin, glaube ich, oder? Ach, das kommt hier hin. In die Hand. Nee. Warte mal. Nee, das ist Xiaomi Store. Ist ja auch leider keine Anleitung mit bei. Peace-Figur. So, da haben wir sie. Doch. Kommt so. Aber nach vorne und hinten. Achso, der Zickzack kommt nach vorne. 9,98 cm. Na, darauf hätte ich mal vorher achten sollen. Dann kommt das praktisch. Das Stippel nach hinten, das kommt nach vorne. Also praktisch verkehrt rum. Ich hoffe, ihr könnt halbwegs was erkennen. Ich werde mal versuchen zu fixieren. Ja, es ist halt Ruffy in Gear 5 Form. Die soll so mangamäßig aussehen. Mit den großen Augen und den schwarzen Rändern unten drunter. Die Narbe sehen wir. Sie ist halt ein bisschen klein. Also ich, so ein bisschen größer wäre halt schön, wenn sie halt wirklich so groß wäre. Also die ist jetzt halt so. Und die Doppelte von dem, also etwa so, wäre schön als Figur. Also muss ich auf 20 cm nächstes Mal achten. Habe ich wirklich nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Ja. Und hier mit dem blau-weiß, mit blau-orangenen Flammen und so. Ja, das ist ja halt, sollen ja keine Flammen, sollen ja Nebel sein. Die Haare. Also ich hätte gedacht, muss ich sagen, ich kenne ja von. Von Wish kenne ich ja Fake-Figuren. Also, da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Das ist eine Fake-Figur. Das ist kein offizielles One-Piece-Produkt. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Weil sonst wäre hier nicht in der Tüte. Ja? Also, also wenn ihr denkt, das ist jetzt noch was Echtes, dann seid ihr auf dem Holzweg. Ja, aber ja, also für einen Fake sieht es sehr gut aus. Gut verarbeitet. Man sieht hier die Finger, die Füße. Die Muskeln, der sieht wirklich so dünn aus, dann in der Gear 5 Form mit den Muskeln. Den schwarzen Strich, dass man die Zähne unterscheiden kann. Ja, und die Haare. Ist auch, der Stroh sieht auch gut aus. Ja, also das ist Ruffy Gear 5. Ja, definitiv. Sieht sehr gut aus. Auch, dass er dann so in der Luft ist und so. Ach Mensch, ihr seht das ja gar nicht, Entschuldigung. Auch, dass er so in der Luft schwebt und so. Also mit Licht sieht er dann halt viel geiler aus. Wenn er angeleuchtet wird im Dunkeln. Also bei Temo sieht man es ja. Bisschen größer würde nicht, also. Aber muss ich sagen, ich kenne ja die. Ach, hier ist so ja, ach, hier ist so ja das Band von dem Strohhut am Kinn. Habe ich ja gerade erst gesehen. Krass. Also ich muss sagen,
Wenn man diese Fake-Figuren von Wish und eBay und so kennt, zum Beispiel von Assassin's Creed und One Piece, ja, dann muss ich sagen, da ist hier auf jeden Fall eine sehr gute Fake-Figur. Klein, aber detailliert. Alles dran, was da sonst dran sein soll. Und für die 6 Euro für den Schrank so ein bisschen Deko. Ab damit in den Popo. Also, ja, kann man nichts verkehrt machen für das Regal oder so. Oder für in den PC rein und dann halt, wenn man dann Licht hat und so, dann leuchtet das dann hier oben und hier unten vielleicht angestrahlt ist, dann leuchtet das vielleicht schön. Kann ich mir vorstellen, in meinem PC zu machen. Neben der Grafikkarte. Ja. Also von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Hätte ich so gut, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass die Sicht ein bisschen beschissener aussieht, ehrlich gesagt. Ja, dass man das nicht zuordnen kann, dass das Ruffy sein soll. Aber also, dafür, dass Fake ist, wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Also gefällt mir sehr gut. So, das soll's jetzt. Also bin ich echt. Ich werde auch noch ein paar andere bestellen, wahrscheinlich demnächst mal. Da muss ich aber dann auf die Größe achten. Ich habe noch eine Figur gesehen, die hat mir so in. Die muss ich unbedingt haben. Auch Waffi. Das ist Kult. Und mal gucken, da wie die Größe da ist. Aber auf jeden Fall kann man da nichts verkehrt machen. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Wie gesagt, Kai, es ist keine echte. Es ist definitiv keine echte. Eine echte würde nicht in einer Tüte kommen. Ja, eine echte kommt in einer Pappverpackung mit Sichtschlitz und dann halt nicht für 6 Euro, sondern für 30, 40 Euro, weil da steht One Piece drauf und Ruffy und da muss man natürlich nochmal Geld bezahlen. Und Bandai steht drauf und da muss man dafür natürlich auch noch Geld bezahlen. Ja, weil jeder will ja dran verdienen, logischerweise. Aber, ja. Nichtsdestotrotz mache ich hier jetzt einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen, werdet euch die verlinken. Vielleicht verlinke ich euch noch ein paar andere One Piece-Figuren. Müsst da mal hingucken. Auch eine sehr ikonische. Werde ich euch mal verlinken. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.